So, jetzt gibt's wieder die News der Woche, aber stopp, habe ich ja letzte Woche gelernt, erstmal Handy ausmachen. Ich freue mich wie ein Schnitzel, denn der nächste Download-Content zu Rise of the Tomb Raider steht in den Startlöchern, heißt Cold Darkness Awakened und spielt in einer ehemaligen Forschungsstation des russischen bzw. sowjetischen Militärs aus Zeiten des Kalten Krieges und von dort breitet sich irgendeine geheimnisvolle Krankheit aus und verwandelt alle Söldner von Trinity in blutrünstige Monster. Der Download-Content ist erhältlich ab Dienstag, den 29. März. Erst kürzlich hatte ja Microsoft zum Beispiel die Lionhead Studios geschlossen und noch einige weitere mehr. Ich habe darüber berichtet und jetzt macht Sony das quasi nach. Zumindest schließen sie die Evolution Studios. Das sind die Macher von Drive Club, aber das Rennspiel hatte ja schon zum Launch so einige Probleme und schon da sind über 50 Mitarbeiter entlassen worden und jetzt machen sie die Bude eben ganz dicht. Früher schon waren die bekannt durch die WRC-Titel und dann natürlich vor allem durch die Motorstorm-Serie. Dann kam eben Drive Club und das hat dem Unternehmen wohl nicht so wirklich gut getan. Auf Wiedersehen, Evolution Studios. Die GDC, die Game Developers Conference in San Francisco, ist zu Ende gegangen, aber ein Gerücht hat da wohl besonders die Runde gemacht und zwar arbeitet Sony angeblich an einem Hardware-Update für die PlayStation 4. Dieses Hardware-Update soll vor allem eine verbesserte Grafik hervorbringen und zwar soll die sogenannte PlayStation 4.5, wie sie gerade genicknamed wird, wohl auch Spiele in 4K rausbringen. Das ist im Moment zwar auch schon möglich, also 4K ist schon möglich auf der aktuellen PlayStation 4, aber eben nur in Form von Videos, nicht in In-Game- und Gameplay-Sequenzen. Das wiederum wäre aber anscheinend wohl nötig, damit die PlayStation VR so richtig schön flüssige Bilder ausspuckt, denn die Brille ist ja das, was Sony gerade pushen will und offensichtlich muss da auch ein bisschen was an der Hardware der PlayStation 4 getan werden, damit das so richtig geil aussieht. Das sind aber, wie gesagt, alles nur Gerüchte. Sony selber ließ sich noch nicht zu einem Kommentar hinreißen, aber vielleicht hören wir zur E3 noch ein bisschen mehr darüber. It's time to be the badasses we were born to be. Live together or die alone. Oh, he is really good. Battleborn, das Schmoba von Gearbox Software, bekommt eine offene Beta und zwar auf allen drei Plattformen, wobei aber die PlayStation 4 Spieler ein bisschen eher ran dürfen. Da geht nämlich die offene Beta los am 8. April um 19 Uhr, während PC und Xbox One noch bis zum 13. April warten müssen. Allerdings könnt ihr euch schon vorher den Beta-Client runterladen, entweder über PlayStation Network, Xbox Live oder eben über Steam. Und zwar ist der Download ab dem 6. April um 2 Uhr möglich. Das gilt für PS4 und Xbox One. Die PCler können schon um 19 Uhr aufs Knöpfchen drücken. Und dann läuft die Beta ganz schön lang, nämlich bis zum 18. April. Tja, was enthält sie? Zum einen zwei Story-Missionen. Das ist natürlich so, ja, kann man machen. Aber wer Battleborn spielen will, der freut sich natürlich vor allem auf den Multiplayer. Und auch da gibt es zwei Modi, die auf je einer Map spielen. Außerdem sind 25 Helden spielbar, die allerdings nicht alle sofort, sondern die muss man erst so nach und nach freispielen. PlayStation Plus ist übrigens nicht nötig, um die Beta zu spielen, wohl aber Xbox Live Gold, wenn ihr den vollen Umfang haben wollt. Wenn ihr nur eine Silbermitgliedschaft habt, dann könnt ihr eben halt nicht die Multiplayer-Modi online spielen, sondern dann könnt ihr noch die Kampagne im Singleplayer offline spielen und eben auch die kompetitiven Modi offline, aber eben nicht am Matchmaking teilnehmen. Ja, das sind die Infos zur Beta von Battleborn. Wenn ihr dabei sein wollt, dann ja, seid dabei. We were born for this. We're the Battleborn. I am so ready to rock! You got a little something right here, big guy. Yeah? Did I get it? Yeah, you're good. Die Jungs von Telltale Games, die haben gerade ordentlich zu tun. Die arbeiten ja zum einen am Batman Adventure, dann arbeiten die an der zweiten Staffel für Game of Thrones und jetzt haben sie auch noch die dritte Staffel zu The Walking Dead angekündigt, wobei die erste Episode schon in diesem Jahr erscheinen soll. Speicherstände aus den ersten beiden Staffeln können übertragen werden, das heißt Entscheidungen, die ihr gemacht habt, werden in irgendeiner Art und Weise berücksichtigt. Wobei Kevin Bruner, der Chef von Telltale Games, gesagt hat, ja,
Als Staffel 1 veröffentlicht wurde, da hatten wir noch nicht unser Cloud-System, wo man die Speicherstände natürlich ablegen kann. Da haben wir eine Lösung für und die ist auch total spannend, aber wir reden noch nicht drüber. Naja, mal gucken, was sie sich da überlegt haben. Weitere Infos, worum es dann gehen soll in der dritten Staffel zu The Walking Dead, soll es aber erst im Juli geben. 21. bis 24. Juli, das ist das Datum, wo die Comic-Con stattfindet in San Diego und da will man das Spiel wohl erstmals richtig präsentieren. Zuletzt war ja Michonne erschienen, eine Miniserie, nochmal ein Ableger zu The Walking Dead mit 3 Episoden. Hui, das hat bei Nintendo garantiert für Aufregung und Überstunden in der PR-Abteilung gesorgt, denn die japanische Seite Nikkei hat behauptet, dass die Wii U-Produktion noch in diesem Jahr komplett eingestellt wird und dass schon jetzt einige Zubehöre nicht mehr hergestellt werden. Das ist natürlich auch durch sämtliche Gaming-Netzwerke gegangen, das wäre natürlich ein ganz schönes Ding. Aber dann folgte ziemlich schnell das Dementi von Nintendo, die sagten gegenüber der Famitsu, nein, stimmt nicht, wir haben vor 2016 die Wii U weiter zu produzieren und auch darüber hinaus. Natürlich sagen sie das. Ich muss aber sagen, so ganz so unwahrscheinlich finde ich das nicht. Denn wenn tatsächlich jetzt auf der E3, wovon ja erstmal die ganze Welt ausgeht, die neue Konsole unter dem Arbeitstitel NX vorgestellt wird und dann angeblich, sollte ja auch dieses Jahr erscheinen, relativ schnell in den Handel kommt, dann gibt es natürlich nicht wirklich einen Grund für Nintendo, die Wii U, die an sich als Konsole leider überhaupt nicht erfolgreich ist, sich ganz, ganz wenig verkauft hat in den letzten Jahren, noch weiter zu produzieren. Aber wie gesagt, erstmal ist das alles Spekulation, harren wir der Dinge, abwarten und Tee trinken. Die allererste Smartphone-App von Nintendo wurde in Japan in der letzten Woche für iOS und Android veröffentlicht und hat direkt einen Bombenstart hingelegt. Innerhalb von nur 3 Tagen wurde diese App anscheinend über 1 Million Mal runtergeladen. Es ist eine Kommunikations-App, wo ihr euch erst ein Mi anlegt und dann mit euren Freunden lustige Chats austauschen könnt, euch Fotos schicken könnt, Nachrichten schicken könnt und. Das Ganze soll auch nach Deutschland kommen und zwar schon relativ bald. Nämlich noch innerhalb dieses Monats. Und da der März nicht mehr lang ist, dürftet ihr euch schon mal bereit machen auf den Download von Miitomo, wenn ihr da Bock drauf habt. Jo, das waren die News für diese Woche und frisch hochgeladen am Mittwoch hat der liebe Kevin unsere Zelda-History. Wir haben den 30. Geburtstag von Link mal zum Anlass genommen, um auf die Spieleserie zurückzublicken. Das ist irgendwie viel lustiger geworden, als wir das ursprünglich so auf dem Papier geplant haben. Wir haben relativ viele Anekdoten und kleine Geschichten erzählt, also guckt euch mal unsere ganz persönliche Retrospektive auf die Legend of Zelda-Serie an. Und vielleicht schon mal als Info für euch, nächsten Samstag gibt es keine News. Es gibt zwar ein Mittwochsvideo, aber es gibt keine News nächsten Samstag, weil ich ein bisschen unterwegs bin ein paar Tage und dann da leider nicht die Zeit für finden würde. Aber ihr werdet natürlich trotzdem auf dem Laufenden gehalten. Zum Beispiel, wenn ihr uns bei Facebook und auch bei Twitter addet. Das lohnt sich in jedem Fall. Und ansonsten bitte Daumen hoch für diese Folge und auch gerne ein Abo. Und dann sehen wir uns am Mittwoch. Bis dahin.